So. Mein kleines Reich. Toll. Schön, so viele Pflanzen. Die muss ich auch gleich gießen. Du kannst dir ja aus dem Kühlschrank eine Limonade nehmen. Eine Limonade? Ihr Süßen? Habt ihr den Tag gut rumgekriegt, sag mal? Das Gewitter war aber ganz schön laut. Ich habe sonst auch immer Angst vor Gewitter. Aber jetzt ist der Bernd ja hier. Der Bernd ist ein Freund von einer Arbeitskollegin und wir waren zusammen einen Kaffee trinken. Vielleicht bleibt der Bernd ja ein bisschen länger. Was machst denn du da? Ich spreche mit meinen Blumen. Ja, das sehe ich, aber ich glaub's nicht. Wieso? Na, du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass du an so einen Scheiß glaubst. Ey, sag mal, was bist du denn für ein Kasper? Keine 2 Minuten in der Wohnung und schon Dickern auf gegen Louis machen, oder was? Arschpfeife. Mama, sieh zu, dass du Land gewinnst, du Haiopai. Was geht denn hier ab? Was glotzt denn so blöd? Noch nie eine Blume gesehen, oder was? Nimm die einfach gar nicht ernst. Die müssen sich erst alle an dich gewöhnen. Gewöhnen? Genau! Wir müssen uns erst an dich gewöhnen! Und bis dahin, verpiss dich! Ich hab Irrenhaus hier. Das tut mir leid, Bernd. Uns auch, aber jetzt zieh Leine! Das habt ihr ja super hingekriegt. Jetzt bin ich ja wieder alleine. Hey, du warte doch mal. Ach Mann, wir haben es doch nicht so gemeint. Das war ganz schön gemein, was? Wieso? Was war denn? Schatz, ich hab dir noch einen Kaffee gemacht. Mhm. Wollen wir es jetzt machen? Frank, Rüdiger, wir, also Mama und ich, wir wollen mal mit dir sprechen. Frank, Rüdiger, weißt du eigentlich, warum deine Blumen so schön blühen? Weil ich sie gieße. Nicht nur. Es liegt nämlich auch an den kleinen Bienen. Weißt du denn, was die Bienen und die Blumen so machen? Nee, was machen die denn? Die Biene oder die Blume ist ja... Also, was der Papa sagen will, ist, dass die... Am besten erkläre ich es einfach so, wie meine Mutter es mir damals erklärt hat. Mhm. Ja? Also, an manchen Tagen, da fliegt die Biene einfach nur so rum. Und an anderen Tagen, da ist die Biene einfach nur geil. Genau. Und wenn die Biene geil ist, dann sucht sie sich die schärfste Blume, die sie finden kann. Die wird dann nach allen Regeln der Kunst gevögelt. Das geht mal schneller und mal langsamer. Aber ganz wichtig ist, dass die Biene ihren Penis aus der Blume rauszieht, bevor die Biene kommt, weil die Blume sonst nämlich schwanger wird und es einen riesen Stress gibt. Wieso Stress? Naja, wenn die Biene einfach nur geil war und mit der Blume gar nicht zusammenbleiben will, dann nimmt die Blume sich in Anwalt und macht der Biene das Leben so richtig zur Hölle. Echt? Ja, aber hallo. Da ist nichts mehr mit lustig rumfliegen. Nee, mal lieber, da muss die Biene schön blechen an die Blume. Und zwar jeden Monat bis an ihr Lebensende. Aber die Blume, die findet das natürlich klasse, weil sie dann vögeln kann, mit wem sie will und immer Kohle hat. So sieht es nämlich aus, Frank Rüdiger. Und die Biene, die ist dann doch mal so richtig am Arsch. Ja, die wird depressiv, die fängt an zu trinken, die verliert ihren Job, die schreit jeden nur noch an und denkt täglich an Selbstmord. Und alles nur, weil so eine hässliche Kackblume irgendwann mal hübsch war. Hast du das jetzt verstanden mit den Bienen und den Blumen, Frank Rüdiger? Junge, wir sind so stolz auf dich. Mein Sohn. Ich glaube, er hat's begriffen.
Sag mal, seit wann hast du den denn? Ralf? Den habe ich mir vor einem Monat geholt. Knackiger Arsch. Musst du dich viel kümmern? Nee, überhaupt nicht. Der ist voll pflegeleicht, ganz anspruchslos. Braucht kaum Licht, nur einmal am Tag ein bisschen Wasser, das war's. Willst du einen Ableger? Das wäre ja Weltklasse. Ralf? Ja? Kommst du mal kurz? Ja. So, das müsste reichen. Danke, Ralf. Kein Problem. Ich würde den Ableger jetzt so 3-4 Tage im Wasser lassen. Und wenn er keimt, in einen ganz großen Topf. Und wie lange dauert das, bis er ausgewachsen ist? Gar nicht lange. Im Frühjahr schießt er dir in die Höhe und mit ein bisschen Glück kannst du im Sommer schon vögeln. Sag mal, kannst du mir dann vielleicht noch einen? Und jetzt wird's knapp. Von Fuß kann ich nicht hin. Ralf, könntest du wohl noch mal kommen? Bringst du deine Füße mit? Gut. Und für die Tische vielleicht für jeden ein kleines Blumengebinde? Jochen? Mhm. Die werden sehr gern genommen. Rocker. Danke. So, wenn ich mal unsere Alternativen zeigen dürfte. Das ist dann die preiswerte Variante und das hier ist dann schon ein bisschen hübscher. Was würde sowas denn kosten? Frau Kamp, wir möchten Ihrem Mann seinen letzten Weg doch so schön wie möglich gestalten, oder? Ja, dann nehme ich die größeren Gebinde. Die größeren Gebinde. Frau Kamp, war Ihr Mann eigentlich ein religiöser Mensch? Er ist katholisch erzogen worden, aber wir waren jetzt keine Kirchgänger. Ich glaube, dann hätte ihm das hier bestimmt gefallen. So, jetzt schauen Sie mal. Das sind traditionelle chinesische Winkekatzen. In der rechten Tatze hält sie eine Münze und mit der linken Tatze winkt sie Glück und Reichtum herbei. Man kann es natürlich auch so verstehen, dass sie ihrem Mann Lebewohl winkt. Im Handel kostet das Dreierset über 100 Euro. Wir können Ihnen das Dreierset in Verbindung mit den großen Tischgebinden für 69 Euro anbieten. Das hätte Ihrem Mann doch bestimmt gefallen. Nee, ganz bestimmt nicht. Mein Mann fand so ein Tinnef ganz furchtbar. Ich möchte die Dinger nicht. Dankeschön. Frau Kamp, wenn wir Sie richtig verstanden haben, dann war Ihr Mann ein Mensch, der Musik sehr gemocht hat. Ja, schon. Ich denke, dann haben wir hier was für Sie. So, jetzt schauen Sie mal. Die 40 geilsten 80er-Hits. Party, bis der Arzt kommt. Da ist wirklich alles drauf, was Stimmung macht. Da hätte Ihr Mann bestimmt Spaß dran gehabt. Ja, ja, Coco Jumbo, ja, ja, ja. Ja, ja, Coco Jumbo, ja, ja, ja. Die CD kostet Sie im Handel 29,90 Euro. Wir können sie Ihnen im Paketpreis in Verbindung mit den Glückskatzen und den Tischgebinden für 25,90 Euro anbieten. Sie sparen 4 Euro. Aber ich will die blöden Glückskatzen noch gar nicht haben. Die 25,90 Euro gelten nur in Verbindung mit den Glückskatzen. Frau Kamp, Ihre Trauer in allen Ehren. Aber es geht hier nicht darum, was Sie wollen, sondern was Ihr Mann gewollt hätte. Egoismus ist hier, glaube ich, völlig fehl am Platze. Schauen Sie, wir machen Ihnen ein Angebot. Sie nehmen die großen Gebinde, die Glückskatzen und die 80er-Jahre-Hits und wir legen für Sie noch etwas obendrauf, umsonst. Na? So, schauen Sie mal. Das hätte Ihrem Mann bestimmt gefallen. Sollen wir es so machen?